Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Tutorial-Video von mir. Heute zeige ich euch mal, wie man zwei kleine bzw. 2x2 Häuser baut. Einmal ein modernes kleines Haus und einmal ein Survival-Haus. So, ich spiele auf der PlayStation 4, benutze jetzt gerade das Stadt-Texture-Pack. Gleich benutzen wir das Default, das ganz normale Minecraft-Texture-Pack für das kleine Survival-Haus. Ich habe das Menü unten schon mal vollgepackt und wir gehen mal unten durch, was ihr alles für dieses kleine 2x2 Haus benötigt. Unglaublich klein, aber es passt alles rein, liebe Leute. So, wir brauchen Akazientür. Dann brauchen wir weißen Beton, dann brauchen wir Akazienholzfalltür, dann brauchen wir Ranken, dann brauchen wir polierte Dioritstufe, dann brauchen wir schwarz gefärbtes Glas, dann brauchen wir schwarz Eichenschild, Leiter und hellgraues Bett. So, wir fangen einfach mal mit dem hellen Beton an. Ich habe mich für den hellen Beton, für den weißen Beton entschieden, weil das halt sehr modern aussieht. Ich hab's mir mal zur Aufgabe gemacht, einfach mal versuchen, so ein kleines Haus zu bauen, wie es nur geht und 2x2 kleiner geht's halt nicht. Ich sag mal so, das Haus sieht zwar aus wie eine Telefonzelle, falls das noch einer von euch kennt, oder wie ein Dixie-Klo, das kennt ihr bestimmt. Aber Leute, lasst euch überraschen, es ist wirklich ein Haus, wo man drin wohnen kann. So, dann fangen wir doch mal an. Wir setzen erstmal schön drei Blöcke übereinander. Dann gehen wir hier zur Seite, setzen auch einfach mal drei Blöcke übereinander. Dann hier hinten setzen wir einen Block auf den Boden. Und nehmen das schwarz gefärbte Glas, setzen das hier rüber. Dann nehmen wir erstmal hier einen Block raus. Da geht es später nach unten. Nimm die Tür, setzen die von hier rum rein. So, dann, wichtig, brauchen wir hier ein bisschen drei Blöcke, setzen wir rein. Drei Hilfsblöcke halt, weil jetzt müssen wir diese Akazientüren, Falltüren hier dran setzen. Wir machen eine kleine Mauer. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir nichts. Aber wir nehmen die wieder raus und so, hoppala, so bleiben dann die Falltüren hier wieder dran. So, hier oben machen wir das natürlich auch. Solltet da nur achten, dass die so alle halbwegs nach oben zeigen, sonst sieht das ein bisschen kreuz und quer aus. Hier werden wir es auch verkleiden. Hier unten werden wir es auch verkleiden. Hier habe ich mir gedacht, hier kann man dran schreiben, zum Beispiel, wer hier wohnt oder wem dieses Haus gehört. Wenn ihr irgendwo auf einer Welt seid, wo modern gebaut wird und ihr möchtet ganz schnell mal ein Haus bauen, ist dieses Haus perfekt und ihr könnt auch euren Namen dran schreiben. Unser Name ist heute einfach mal Haus 2x2 Blöcke breit und lang. So, da wie gesagt, da könnt ihr dann euren Namen dran schreiben. Ich finde es irgendwie eine coole Idee, sieht auf jeden Fall dann ganz stylisch aus. So, dann gehen wir hier auf die Seite, wieder die Falltüren dran. Man kann sich das ganz gut merken, die Seite ist mit Falltüren bearbeitet. Die ganze Front ist hier mit Falltüren bearbeitet. Ich habe es extra so gemacht, damit man die Akazientür ja auch nicht sofort erkennt. So ein bisschen wie so ein kleiner Geheimgang. Ist ganz cool gemacht, finde ich. Und hier haben wir dann auch nochmal diese Falltüren halt. So, dann gehen wir doch mal hier hin. Wir nehmen die beiden Blöcke raus, werden aber den unteren Block einfach als Betonblock benutzen. Jetzt nehmen wir diese polierten Dioritstufen, setzen die jeweils hier einmal rein, so und so. Das sieht dann ein bisschen modern aus, halt baue ich auch öfters an modernen Häusern so dran. Dann habe ich gedacht, ein bisschen einfach die Ranken hier dranhängen, die gehen dann so ein bisschen nach unten. Das sieht dann ganz stylisch aus, also es sieht auf jeden Fall immer noch modern aus. So, dann brauchen wir, was ich gar nicht im Menü habe, wir brauchen Teppiche. Wir brauchen weiße Teppiche, da sind sie, weiße Teppiche. Wir können die Tür rausnehmen, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Die Teppiche verteilt er einfach hier oben drüber, ganz schnell und easy. Das soll ein einfaches, modernes, schlichtes Haus sein. Ich zeige euch das mal so aus allen Blickwinkeln. So sollte das dann aussehen ungefähr. Ach, mir gefällt es ganz gut. So, dann gehen wir doch mal rein hier. Jetzt kommt der Innenausbau. Ihr geht drei Blöcke nach unten. Einen haben wir ja schon weggerissen. Zwei, drei. Bei mir ist jetzt direkt Bedrock schon zu sehen. Dann könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Blöcke hier rausreißen, dass wir, dass wir auch 2x2 haben. Hier eine 2x2 Zelle, so kann man es glaube ich ganz gut erkennen. Jetzt müsst ihr das natürlich so ein bisschen verkleiden, das heißt, wir nehmen die Randblöcke raus, die Wände, und bauen die Ränder oder die Wände mit weißem Beton zu, weil so ein Grasblock sieht schon echt schäbig aus. Im Survival könnte man es noch machen, aber ich finde das kann man halt schöner gestalten. Machen wir das überall, einmal ringsrum hier. Ach, jetzt müssen wir die Tür gleich doch mal wieder haben, weil wir die einmal rausgehauen haben. Aber es macht nichts. Dann
setzt ihr zwei Leitern dran. Ihr könnt natürlich drei dran setzen, aber das brauchen wir gar nicht. Man kann hier halt dran springen und man kommt immer noch raus. So, dann brauchen wir ein Bett. Das kommt dann hier in die Ecke rein. Und wir werden jetzt nochmal ein kleines Regal bauen. Ich versuche so viel wie möglich in diesem kleinen Raum zu bauen. Hoppala. Das heißt, wir nehmen diese zwei Blöcke raus. Müssen das natürlich hinten auch verkleiden, sonst sieht man die Erde ein wenig. Aber wir können vorher schon mal eine Fackel setzen. Es ist, glaube ich, ein bisschen dunkel drin. Wir brauchen. Ach, das ist ein Hebel. Ach, ich vergesse. Also, in diesem Texture Pack sieht die Fackel aus wie ein Hebel. Da ist die Fackel. So, die werden wir mal kurz hier dran setzen. Beziehungsweise die bleibt auch hier dran. Da oben kommt sie hin. Da ist es auch ein bisschen heller. So, jetzt nehmen wir einfach den polierten Diorit und setzen zwei da rein. Dann haben wir so eine Art Regal. Soll halt stylisch aussehen. So, für den Innenausbau brauchen wir, hier brauchen wir Platz. Dann brauchen wir da Platz und da. Wir nutzen komplett die ganze Fläche hier. Das heißt, wir müssen auch wieder hier hinten alles wieder ausbauen, beziehungsweise die Ecken. Das ist ganz wichtig. Sonst sieht man nachher dahinter Erde und das sieht dann echt nicht so schön aus. So. Ja, jetzt schnappen wir uns mal die ganzen Sachen. Was brauchen wir denn in einem modernen Haus? Wir brauchen einen Ofen. Dann nehmen wir noch eine Werkbank. Dann nehmen wir noch eine ganz normale Truhe. Kommt hier auch noch rein. Dann brauchen wir noch eine Jukebox, damit wir hier schön Party drin machen können auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, wir nehmen noch ein Bücherregal. Da muss ich gerade mal schauen, wo sich das nochmal versteckt. Da ist das Bücherregal. Das nehmen wir auch rein, das Bücherregal. Das kommt direkt hier vorne hin. Dann die Jukebox kommt hier hin. Die Truhe über dem Bett. Dann die Workbench hier. Und der Backofen halt da. Jetzt brauchen wir noch einen Gegenstandsrahmen, damit wir auch eine Uhr hier reinsetzen können. So, die Uhr ist bei dem Texture Pack ja hier. Die sieht aus wie ein Fernseher, aber es ist halt eine Uhr. Die setzen wir hier oben hin, die Uhr. Dann sieht das, ja, da kann man wenigstens noch auf die Uhr gucken. Na, natürlich kann man auch hier was Schönes hier Dekoratives eben reinbauen. Einen Moment, Leute. Wir nehmen einfach einen Blumentopf und eine Pflanze. Kann man die hier so reinstellen. So. Ja, und das war es dann auch schon mit dem Innenausbau. Viel mehr wird hier gar nicht drin verbaut. Man hat das Nötige hier drin. Ich sag mal so, für eine kleine Stadtwohnung reicht es auf jeden Fall. Ne? So, dann könnt ihr, wie gesagt, einfach hier dran jumpen. Und dann seid ihr wieder draußen. Wir müssen natürlich noch eben die Tür reinsetzen, die wir gerade rausgehauen haben. Ist ja wohl logisch. Müsst ihr von innen machen so. Zack. Und dann haben wir eine Tür wieder drin. So, von außen gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das hier gestalten kann. Man kann hier noch Beete dran setzen oder an den Seiten kann man hier Fackeln dran setzen. Ich mache einfach mal jetzt so ein bisschen modern und setze einfach diese Dschungelholzblätter hier hin. Und so gesehen ist dann auch schon das kleinste moderne Haus, was ich jemals gebaut habe oder was man jemals bauen kann, fertig. Und ich sag mal so, es sieht doch halbwegs aus wie ein kleines Haus. Da gibt es schlimmere Sachen, denke ich mal, liebe Leute. Ja, ich finde es eine ganz coole Idee auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich jetzt gleich noch den nächsten Part mit dem Survival-Haus. Das sieht auf jeden Fall auch richtig gut aus und das ist auch funktioneller als dieses moderne Haus. Das moderne Haus sieht einfach nur schön aus. Das Survival-Haus kann man auch richtig benutzen, liebe Leute. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine moderne Haus gefallen. Jetzt gehen wir rüber zu dem Survival-Haus. So, für die Survival-Haus-Variante brauchen wir erstmal Fichtenholztür, dann brauchen wir Fichtenholz-Falltür, dann Eichenholzbretter, dann Kessel, Werkbank, Leiter, rotes Bett, ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe benutzen, Fackeln und Truhe. So, ich habe jetzt mal das Texture Pack eben gewechselt, ich benutze das ganz normale Minecraft Texture Pack und wir fangen an einfach mal an. Wir nehmen die Eichenholzbretter, setzen wieder drei übereinander, gehen dann hier zur Seite, setzen dann auch einfach drei übereinander und hier hinten setzen wir auch drei übereinander. So sollte das ungefähr aussehen. Dann werden wir wieder hier ein kleines Loch buddeln, dann diese Tür vorsetzen. Können wir hier auch wieder mit Brettern eben ausfüllen, weil wir müssen diese Falltüren hier dran kriegen, diese Fichtenholzfalltüren. Sind ja Fichtenholz, ja genau, Fichtenholzfalltüren. Ich finde, die sehen richtig survivalmäßig aus, also das sieht schon richtig cool aus, muss ich schon dazu sagen. Das gefällt mir gut hier bei dem Texture Pack. Dann werden wir das hier komplett zubauen, die ganze Front. Hoppala, unten ansetzen, so. Hier wird es kein Namensschild geben, weil das Survival-Haus soll so ein bisschen geheimnisvoll und so ein bisschen
verdeckt sein. Man soll nicht sofort merken, wem es gehört. Man kann natürlich ein Schild dran bauen, wenn man möchte. Dann werden wir hier noch eine Falltür dran setzen und da eine. Jetzt kommt was Cooles. Wir nehmen den Block raus und werden hier die Werkbank so reinsetzen. Ist schon geil irgendwie, oder? Man hat so eine Werkbank mitten im Haus drinnen. Das kann man auf jeden Fall machen. Dann brauchen wir noch auf jeden Fall eine Leiter, weil wir obendrauf ein bisschen was anpflanzen müssen. Das heißt, wir nehmen mal eben hier einen normalen Grasblock, setzen den hier oben rein, brauchen mal kurz Werkzeug. Wir müssen nämlich ein kleines Feld machen. Nehmen wir mal einfach die Tür raus. Und wir brauchen natürlich Samen, damit wir uns ein bisschen ernähren können. So, erstmal hier das Feld gemacht, dann den Samen drauf. Na, voll geil, dann hat man oben so ein kleines Feld drauf, wo man schon mal ein bisschen was zu futtern hat. Hier oben kommt so ein Kessel rein. Ja, das kann man auf jeden Fall so machen, weil wir brauchen nämlich Wasser. Und das Wasser werden wir hier reinsetzen. Dann haben wir schon mal ein Feld und Wasser, falls wir irgendwas benötigen. Also es dürfte an nichts fehlen. So, dann nehmen wir wieder diese Falltüren. Wir setzen die hier rum. Genau, so war das. Setzen die hier komplett zu. Den Kessel auch zubauen. Und das war's. Wir lassen diese Ecke frei. Sonst sieht das so ein bisschen zu klobig aus. Ich finde, so sieht das irgendwie von den Farben und von den Blöcken sieht das irgendwie harmonischer aus. Deswegen lassen wir diese Ecke einfach so schön frei, wie sie ist. Man kann natürlich Fackeln dran setzen, wenn man möchte. Aber kann man natürlich machen. Aber wir haben später auch noch Fackeln, die wir verbauen. Ich würde es so lassen. Sieht auf jeden Fall schön funktional auf jeden Fall aus. Mit der Werkbank und dem Feld und dem Wasser da oben. Ja, dann gehen wir doch mal eine Etage tiefer. Weil hier gibt es auch noch was zu tun. Wir nehmen die Blöcke hier raus. Das waren ja nur unsere Hilfsblöcke. Wieder drei Blöcke nach unten. So. Dann baut er das hier aus. 2x2 halt, ne? So, hier oben nimmt er die auch raus. Und drei Blöcke hoch. 2x2 hier unten. Und drei Blöcke hier nach oben. Ja, dann müssen wir das natürlich jetzt hier alles wieder ausbauen. So, hier kommen noch Sachen rein. Hier unten können wir das auch ausbauen. Die Ecken ausbauen. So, und oberhalb natürlich auch ausbauen, weil man möchte nicht unbedingt in so einem Erdloch wohnen. Das sollte schon ein bisschen wohnlicher aussehen. So, der kommt auch raus, da kommt auch was raus. Den Eckblock müssen wir auch rausmachen, da kommt gleich ein Zaubertisch rein. So, das machen wir auch. Ah ja, hinten müssen wir natürlich auch mal eben was machen. Obwohl, wenn die Sachen davor stehen, ist das nicht so schlimm. So sollte das dann von innen aussehen. Hier oben ist der Eingang. Und so sollte das dann aussehen. Dann werden wir, opala, ich bleibe hier irgendwie hängen, auch geil. Dann werden wir das Bett hier erstmal reinknallen. Schön das rote Bettchen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Ihr könnt es auch exakt so nachbauen, wie ihr möchtet auf jeden Fall. Dann brauchen wir hier eine Doppeltruhe. Die kommt hier direkt übers Bett, damit wir alles, was wir gesammelt haben, da verstecken können. Und wir werden das natürlich nicht oben im Haus verstecken. Oben ist nur die Werkbank. Da kann ja keiner wirklich was machen. Unser Versteck ist ja hier unten, wo wir alle Sachen verstecken. Oh ja, wir müssen natürlich die Fackeln hinsetzen. Da setzen wir eine hin. Und wir setzen mal gucken und setzen wir hier eine hin halt. Dann brauchen wir noch ein paar Gegenstände natürlich. Wir brauchen für Survival-Modus einen Ofen, ganz wichtig. Die Werkbank haben wir oben. Dann nehmen wir hier nochmal eine Jukebox, falls wir mal ein bisschen Musik hören möchten. Ganz wichtig ist der Amboss. Den müssen wir auf jeden Fall mit einpacken. Und den Zaubertisch. Wo ist er? Der Zaubertisch. Da oben ist er. Den nehmen wir natürlich auch mit. Den werden wir schön hier unten verstecken, unseren Zaubertisch. Den Amboss, den werden wir unten verstecken. Oh, da sehe ich gerade, da muss ich noch diesen Eckblock rausnehmen. Sonst sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Und hier werden wir jetzt den Amboss unten verstecken. Dann kommt der Ofen hier hin und die Jukebox kommt hier hin. Natürlich brauchen wir hier noch eine Uhr, ist ja klar. Wir müssen ja wissen, wie spät es ist. Dann nehmen wir einen Gegenstandsrahmen und einen Kompass könnten wir auch nehmen. Wir nehmen aber die Uhr. Wir nehmen die Uhr. Kommt hier auch oben hin, wie bei dem modernen Haus. Und so wäre dann der Innenausbau auch schon fast fertig. Wir brauchen noch eine Leiter, damit wir überhaupt hier rauskommen. Sonst wird es schwierig. So, die setzen wir auch hier oben an. Und springen dann halt einfach so raus. Müssen natürlich erstmal unsere Tür wieder einsammeln, die wir oben rausgehauen haben. Wo ist sie? Da, die Fichtenholztür. Die sieht schon ganz geil aus. Kann man auf jeden Fall sehr gut benutzen. Upp, so. So, von außen werden wir nochmal ein bisschen mit Fackeln arbeiten. Ich werde euch mal zwei Varianten zeigen. Entweder ihr baut die Fackeln hier so hin, damit keine Monster direkt hier bei eurem Haus spawnen. Oder wir machen nach dem neuen Update, nehmen wir die Laternen, was natürlich mega geil hier zu diesem Survival-Häuschen passt. Seht ihr?
Sieht schon cool aus. Ihr könnt natürlich eine Hecke drum bauen, wie ihr möchtet. Sind halt alles Beispiele, die ich euch zeige, was es alles für Varianten gibt. Ja, und das ist das kleinste Survival-Haus, was ich auch jemals gebaut habe. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Haus hat denn euch besser gefallen, das kleine moderne Haus oder das kleine Survival-Haus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft-Tutorial. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.